Im BVB-Stadion Dortmund sind wir heute zu Gast, liebe Zuschauer, und damit willkommen zu diesem Spiel. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Borussia Dortmund gegen FC Sevilla. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen, beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant werden. Der BVB heute also an. Im Tor ist Gregor Kobel. Rafael Guerreiro spielt mit Thomas Meunier in der Abwehr. Jude Bellingham steht im Zusammenspiel mit Emre Can auf den Positionen in der Mitte. Und im Angriff versuchen sie es in dieser Begegnung mit drei Stürmern. Der FC Sevilla konnte von 2014 bis 2016 dreimal die UEFA Europa League gewinnen. Und da fragen sich viele bis heute, Wolf, wie geht das denn? Dreimal in Folge in diesem so ausgeglichen besetzten Wettbewerb. Ja, wie kommt das? War einfach eine gute Mannschaft. Dann haben wir die Aufstellung des FC Sevilla. Yassine Bounou ist der Mann auf der Torhüterposition. Ivan Rakitic steht mit Thomas Delaney im Zentrum. Und vorne drin beginnen sie mit einem Mann. Das ist Youssef En-Nesyri. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Gomez. Alejandro Gomez. Ah, da wäre jetzt Platz. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Wir schauen noch mal auf das Tor. Ausgangspunkt war der schöne Doppelpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Der BVB ist im Rückstand. Jetzt müssen sie hier was tun. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Gomez. Sieht vielversprechend aus. Den Ball hat die Abwehr. Es gibt Freistoß Sevilla. Man sieht an seiner Miene, der dachte selber, jetzt kriegt er eine Karte, aber er bekommt sie nicht. Oh nee, das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Der Ball kommt hoch rein. Süle.
Ball ins Seitenhaus geklärt. Sie bekommen den Einwurf. Schan. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Jetzt der Fehler. Rakitic. Die Chance für Rakitic. Ah, unkonzentriert. So ein Fehler wird bestraft. Bitteres Gegentor. Ja, das darf man nicht machen in der Situation. Hier sehen wir es nochmal. Das ist ein klarer Torwartfehler. Ja, völlig ungewohnt. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Es wird Freistoß für Dortmund geben. Gibt eine Ermahnung und wenn wir uns die Szene ansehen, dann müssen wir schon sagen, das war die letzte Ermahnung. Fängt diesen Ball ab. Bellingham. Salih Özcan. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Flanke geht in den Strafraum. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sie bieten sich an. Und da wären sie doch noch gestorben. Das war eine gute Gelegenheit. Bellingham. Das ist Meunier. Brandt. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Süle. Vollgepfiffen. Freistoß für die Borussia. Harte Aktion, aber kein Gelb. Er weiß natürlich auch, wenn er eine Schonfrist vom Schiri hatte, dann ist die in diesem Augenblick vorbei. Da bekommt er Unterstützung. Guerrero. Jetzt können Sie den Ball klären. Montiel. Jordan. Ah, das war zu lässig. Könnte den Konter geben. Szene immer noch gefährlich. Vielleicht der Anschlusstreffer. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Der Lupfer jetzt. Den Ball hat er. Ja, der Lupfer nicht gut genug. Kein Tor in dieser Szene, wir haben es gesehen und vor allem auch gehört. Aluminiumtreffer. Esco, Youssef El-Nesyri,
Pass zum Gegner. Ja, ein guter Steilpass hier. Harter Schuss, aber vielleicht hat er doch ein wenig die Präzision gefehlt. Bin ich bei dir? Vielleicht wäre es der Schlenzer gewesen. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Jetzt können sie vielleicht kontern. Weiter gefährlich hier. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Guerrero. Bellingham mit dem Ball. Die Gelegenheit. Ja, macht er gut. Steilpass. Das wird nichts mehr. Es wird Abschluss geben. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschüssen. Den Ball haben sie. Guerrero. Emre Can. Der Angriff könnte was werden. Nee, gut verteidigt. Notbremse und das kann fast nur rot geben. Da hat er keine Wahl. Er muss rot geben. Klare Notbremse, richtige Entscheidung. Wechsel bei Sevilla. Der erste Spielabschnitt ist also beendet im BVB-Stadion Dortmund. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Ballbesitz ist weg. Ja, da ist Platz jetzt. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Rakitic. Da ist die Flanke. Machen Sie konsequent da hinten. Ballverlust Dortmund. Rakitic jetzt am Ball. Youssef En-Nesyri. Gomez. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Wir sehen die kurze Variante. Verteidiger ist dazwischen. Vollgepfiffen, Freistoß für die Borussia.
Ball bleibt hängen. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Da ist die Flanke ins Zentrum. Die Szene erstmal zu Ende. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Die Chance für Rakitic. Super Konter, aber am Ende doch kein Tor. Aber eine herrliche Szene, die sie da gezeigt haben. Was für ein Tempo, eine schöne Aktion. Ja, er kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht! Und das Zittern geht weiter. Fairer Einsatz hier. In den letzten Minuten bestimmt hier vor allem der FC Sevilla das Geschehen. Aber wir gucken mal da auf die Ballbesitzquote. Und sie holen ja auch durchaus gute Chancen raus. Ich glaube, lange dauert das hier nicht mehr. Dann erhöhen sie den Vorsprung auf 2 Tore. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Da könnte durchaus was entstehen. Delaney. Ja, der Pass kommt richtig gut. Jetzt kommt die Flanke rein. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Salih Özkan. Jetzt können sie vielleicht kontern. Hazard. Hazard! Der ist drin! Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel. Ball geht in die Torwart-Ecke. Wir sehen es hier. Und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern? Aber der Ball ist natürlich nicht sehr witzig. Das ist der Wahnsinn. Was für Comeback-Qualitäten. Jetzt haben sie ausgeglichen. Delaney. Montiel. Ja, der Ball läuft wirklich hervorragend bei Sevilla. Und dann ist der Ball doch weg. Da waren sie zu unaufmerksam. Fernando. Da erobert er den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Das ist jetzt eine Chance. Die Chance lebt noch. Nunu hält diesen Ball. Macht er gut hier. Jordan. Da kommt die Flanke. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Juan Jordan. Jetzt Thomas Delaney. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Ah, auf den ist einfach Verlass. Youssef En-Nesyri. Zieht einfach mal ab. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Die Dortmunder Fans fiebern mit. Sie wollen hier noch den späten Erfolg einfahren. Das ist Freistoß für Dortmund. Sevilla Wechsel aus. Erklärt. Vielleicht die Konterchance. Wir gehen in die Schlussphase und hören noch mal in diese Kulisse rein. Die Fans geben hier wirklich alles. Die wollen den Sieg. Ein Tor kann das Ding jetzt hier noch entscheiden. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich.
Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Montiel. Fernando. Vielleicht die Führung jetzt. Er ist noch heiß. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Gregor Kobel unüberwindlich. Wichtig, dass er den hält, sonst geraten sie hier kurz vor Schluss in Rückstand. Die kommen. Vielleicht ist das die Chance, auch vor dem gegnerischen Tor was zu zeigen. Da oben, der vorne den Ball. Gute Aktion vom Torhüter. Gomez. Da ist Gomez. Rakitic jetzt am Ball. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät noch mal die Chance. Youssef En-Nesyri. Ah, klasse geklärt. Jetzt kommt die Ecke. Kein Tor. Die Parade hält sie hier im Spiel. Wichtige Szene. Das wäre eventuell schon die Entscheidung gewesen. Ecke kommt. Gut reagiert vom Torhüter. Hier konnte sich kein Team durchsetzen, der Schiedsrichter hat abgepfiffen.